Hallo, hier ist Ihr Lokalfernsehen aus Nordwestmecklenburg mit dem Studio der Regionalen Schule am Schreener See in Bad Lein. Heute im Studio. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Sendung 2017. Ich begrüße Sie heute zu unserer neuen Sendung, diesmal ab dem 13. April 2017 hier im Jugendclub. Wir, Schüler der Regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein, produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend laufend zu sehen. Die Sendegenehmigung hat der Heimatverein Bad Klein e.V. Heute bin ich, Lara Hückstedt, für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Kamera und der Ton waren in der Verantwortung von Julia Mannerow. Was haben wir heute im Programm? Nachrichten aus Bad Klein. Ellen und Laura waren bei der Übergabe des Fördermittelbescheids in der Mensa von Bad Klein. Und was dort los war, sehen Sie in dem Beitrag. Aus Wismar haben wir die Nachrichten und den Sport. Jetzt aber erst zu den Infos aus der Region. Die Notfalltelefonnummern vom Kabelnetzbetreiber Bad Klein, des Zweckverbandes Wismar und der WEMA-KOM in Schwerin. Zweckverband Wismar. Zweckverband Wismar. Wir für Sie die Info aus Bad Klein, heute vom City Pizza Bistro in der Fichener Chaussee. So, hier stelle ich vor unsere 50 cm Party Pizza. Und mit jeder Bestellung 50 cm Pizza kriegt jeder Kunde einen Wein gratis. Unser City Pizza Service im ganzen Sommermonaten, wir haben ab 11 bis 22 Uhr geöffnet. Spaghetti Bolognese. Für 3,50 Euro. Das war unser Bericht. Die Pizza Bistro ist zu erreichen unter der Telefonnummer Bad Klein 03842355833. Das Team freut sich auf Ihren Besuch oder Anruf. Bei uns auch mit EC-Karte Zahlung möglich. Nun habe ich unsere Nachrichten aus Bad Klein vorliegen. Ellen hatte den Landwirtschaftsminister Till Backhaus zum Gespräch und was sagt er zum Beispiel Vogelgrippe? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Beitrag. Bad Klein vor Ort heute aus der Mensa von Bad Klein. In wenigen Minuten kommt der Landwirtschaftsminister Till Backhaus, um einen Fördermittelbescheid zum Umbau unserer Schule zu überbringen. An der Kamera ist Laura Weindorn. Liebe Einwohner und Einwohner von Bad Klein, werte Gäste, ich möchte Sie heute ganz herzlich hier in Bad Klein begrüßen zur Übergabe des Fördermittelbescheides für den Umbau der Schule Bad Kleinen. Auch das Herzlichste begrüße ich natürlich unseren Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Herrn Dr. Backhaus. Herzlich willkommen. Das große Geld mitgebracht. Meine Schule wird umgebaut, unsere Schule wird umgebaut und ich darf da teilhaben. Und weil das Amt sich da großzügig Zeit und viel Verständnis hat, machen die fast alles, was wir wollen. Also insofern sind wir auf dem besten Wege, eine noch modernere, bunte, helle Schule zu werden, wo sich alle wohlfühlen, wo sich die Bedingungen fürs Unterrichten nur verbessern. Wir wollen natürlich den Weg frei machen, beziehungsweise uns den Weg erleichtern. Und da ist natürlich dieser Fördermittelbescheid herzlich willkommen, weil sonst wären vielleicht andere Dinge nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Wir sind zukünftig eine Schule, die barrierefrei ist.
Das wollen wir uns auf die Fahnen schreiben, weil das natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal ist und sicherlich auch zur Sicherung des Schulstandortes Bad Klein beiträgt. Gleichwohl wollen wir natürlich durch die übrigen Modernisierungsmaßnahmen einfach auch die Bedingungen schaffen, um das Inklusionskonzept, was ja von der Landesregierung sehr propagiert wird, dort auch umzusetzen. Und da spielt das alles mit rein, angefangen vom WLAN bis hin zur neuen Elektrik, die das überhaupt erst möglich macht, neue Technik und so weiter. Das gehört ja alles mit dazu. Natürlich ist der Umbau bei laufendem Betrieb nicht einfach. Ich lasse Sie alle herzlich ein, uns mal tagsüber zu besuchen. Wenn Sie so in die Richtung gucken, dann rollen alle mit den Augen, die Schüler voran, weil natürlich so der Presslufthammer an manchen Tagen unser Begleiter ist. Aber ich verrate Ihnen jetzt im Geheimen, es gab auch schon mal lärmfrei, weil es einfach nicht zur Schüler. Ihr freut euch am meisten, wenn Internet in allen Räumen ist. Ne? Und wir freuen uns, wie gesagt, wenn alles reibungslos funktioniert. In dem Sinne, her mit der Kohle. 3.333.333,33. Ganz hervorragend. Wir sind von der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen unserer Schule. Mein Name ist Ellen Schimschak, an der Kamera ist Laura Weindorn. Erstmal ein herzliches Willkommen in Bad Klein, der Ort, wo es fast nur glückliche Menschen gibt, dort am nördlichen Ufer der Schweriner See. Wie kommt ein Landwirtschaftsminister dazu, einen Geldbetrag für den Umbau unserer Schule zu geben? Landwirtschaft ist etwas mit Tieren oder Ackerbau allgemein. Dieses ist eine Bildungseinrichtung. Ja, ich bin in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur für die Landwirtschaft und Umwelt zuständig, sondern auch für die ländlichen Räume. Und dazu gehören Kindergärten, Schulen, Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Arztpraxen oder auch sonstige Infrastrukturmaßnahmen, zum Beispiel Straßen und Wege. Und deswegen habe ich eben auch Fördermittel zur Verfügung, um Schulen und Kindergärten zu unterstützen. Und heute ist Bad Klein dran. Ich bin sehr froh, dass ich heute 1,7 Millionen Euro dem Dorf Bad Klein übergeben konnte, um diese wunderschöne Schule auf den neuesten Stand zu bringen, sowohl technisch als auch infrastrukturell. Das ist doch eine sehr hohe Zahl. Herr Minister, bevor Sie in die Landesregierung kamen, was haben Sie gemacht? Ich habe zu DDR-Zeiten eine ganz normale Schulausbildung absolviert, habe dann die Berufsausbildung mit Abitur gemacht und bin dann in ein Fernstudium eingetreten, nachdem ich bei der Armee war, 1,5 Jahre, und war dann Abteilungsleiter einer LPG-Pflanzenproduktion. Und zwar einmal in Neuhaus an der Elbe und habe dann nochmal gewechselt nach Lübtheen. Also ich habe in der Landwirtschaft richtig gearbeitet mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bin dann 1990 in die Politik gewechselt. Okay. Sie sind sehr oft in den Medien, zum Beispiel Vogelgrippe. Ist das wirklich so schlimm oder hätte es nicht andere Möglichkeiten geben können als Standpflicht? Speziell die Bürger, die 3 oder 4 Hühner haben. Die Vogelgrippe war wirklich eine ganz schwierige Situation. Man muss sich vorstellen, bei Vögeln verläuft diese Grippe, diese Vogelgrippe tödlich. Und die Wildvögel sind hierher gekommen aus dem Süden dieser Erde. Und Mecklenburg-Vorpommern ist einer der größten Wildvogel-Einzugsgebiete der Welt. Wir bekommen um die 6 bis 7 Millionen Zugvögel jährlich, ziehen die nach Mecklenburg-Vorpommern, durch Mecklenburg-Vorpommern durch. Und wir hatten die ganz große Angst, dass weitere Bestände infiziert werden und damit krank werden und sie dann getötet werden müssen. Die Vogelgrippe H5N8 ist eine hochpathogen, also hoch ansteckende Seuche, die tödlich verläuft. Und deswegen bitte ich nochmal um Verständnis. Wir mussten die Tiere einsperren, damit wir sie nicht weiter anstecken. Und wir haben noch Glück gehabt. In anderen Regionen Deutschlands sind viel, viel mehr Tiere getötet worden. Heute Morgen haben wir gerade wieder gehört, ist ein großer Puttenbestand von über 10.000 Tieren in Niedersachsen zu töten. Und das wollte ich nicht. Und deswegen hoffen wir, dass wir jetzt keine weiteren Ausbrüche bekommen. Aber ich bitte nochmal um Verständnis. Jeder, der sein Tier liebt, der hat es eingesperrt. Und wir haben großen Erfolg damit gehabt, dass wir eben keine weiteren Ausbrüche gehabt haben. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Sorge,
dass wenn sich Hühner anstecken, dann kann es ja auch mal passieren, dass sich andere Tiere anstecken, Säugetiere oder der Mensch. Zum Glück haben wir das bis jetzt nicht gehabt, aber das Risiko, dass sich auch irgendwann mal Menschen anstecken, das liegt dann auch auf der Hand. Und das möchte ich verhindern. Stellt euch mal vor, oder stellen Sie sich mal bitte vor, wir werden morgen erkranken morgen an der Vogelgrippe und werden schwer krank. Das wäre ganz schlimm. Und deswegen nochmal, das sind alles solchen hygienische Maßnahmen und prophylaktische Maßnahmen. Und die haben mir auch keinen Spaß gemacht. Aber wir haben mit Erfolg diese Vogelgrippe jetzt auch absolviert. Und jetzt dürfen die Tiere auch wieder raus. Das war doch mal eine Aussage. Okay. Herr Minister Backhaus, wir wünschen Ihnen alles Gute und allzeit eine gute Hand. Das war unser Beitrag aus der Mensa von Bad Klein. Und mit diesen Bildern gebe ich zurück in die Redaktion. Erstmal noch ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für alles uns. Alles Gute. Viel Spaß weiterhin. Zum Schluss der Sendung haben Sie die Nachrichten und den Sport aus Wismar. Dieser Teil unserer Sendung wurde uns von Wismar TV für unser Programm zur Verfügung gestellt. Hier ist Wismar TV mit den Kurzmeldungen. Geschwindigkeitsmessungen gehören zum Tagesgeschäft der Polizei. Und auch an diesem Wochenende erwischte ein Videowagen wieder einige Raser im Landkreis, darunter einen BMW mit Hamburger Kennzeichen, der bei Grevesmühlen mit 134 km/h gemessen wurde, wo nur 70 erlaubt waren. 440 Euro Geldbuße, 2 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg waren das Ergebnis. Außerdem müssen 4 Motorradfahrer ebenfalls mit Fahrverboten rechnen. Sie überschritten das Tempolimit mit ebenfalls um bis zu 50 km/h. Hinzu kamen verbotene Überholmanöver in Höhe des Gewerbegebietes Holmerberg bei Dassow. Ganz ohne Auto, dafür mit Promille und Musik, machten sich am Wochenende am Marienkirchplatz rund 40 Jugendliche einen gemütlichen Abend. Eigentlich kein Problem, jedoch musste die Polizei im Laufe des Abends gleich 2-mal wegen Schlägereien anrücken. Im ersten Fall kam es zunächst zu einem Streit zwischen 2 Personen, 2 weitere kamen als Schlichter hinzu. Dennoch wurde die Situation handgreiflich. Am späteren Abend meldete eine 16-Jährige der Polizei, sie sei am Marienkirchplatz von ihrem Ex-Freund ins Gesicht geschlagen worden. Die eingesetzten Polizisten nahmen eine entsprechende Anzeige auf. Da die Gruppe zunehmend alkoholisiert und lautstark wurde, forderten die Polizisten die Jugendlichen auf, nach Hause zu gehen. Gegen Mitternacht führten Anwohnerbeschwerden dann aber Richtung Lindengarten, wo 9 Jugendliche weiterfeierten. Die teilweise erheblich alkoholisierten Jugendlichen wurden zur Klärung des Sachverhaltes zunächst aufs Revier gebracht und dann ihren Eltern übergeben. Und noch ein Zeugenaufruf. Am Freitagabend gegen 21 Uhr kam es vor dem Café Zentral in der Altstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Deutscher und einer Gruppe Zuwanderer, im Laufe derer ein Mitglied der zweiten Gruppe laut Zeugenaussage einem der Deutschen mit einem Gegenstand angegriffen habe. Dieser erlitt jedoch keine Verletzungen. Für das Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, telefonisch unter 03841 2030. Die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest hat die Kindertagesstätten in ihrem Geschäftsgebiet dazu aufgerufen, sich für den Sonderpreis S-Kita-Hilfe zu bewerben, so der stellvertretende Vorsitzende der Stiftung Mario Löscher in einer Pressemitteilung. Mit dem Programm vergibt die Stiftung 3x2.000 Euro an Kindertagesstätten für konkrete Projekte. Welche das sind, das entscheiden die Kunden der Sparkasse, denn die Teilnehmer hängen ihre Projektideen in den Geschäftsstellen der Sparkassen aus. Neben einer guten Idee ist also auch eine gute Präsentation nötig. Bis zum 1. Juni können Kitas sich noch um das Geld bewerben. Danach werden bis zum 15. August die Gewinner gewählt. Alle Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden Sie auf www.spk-mnw.de/stiftung. Das waren die Nachrichten. Martin war ein Gelehrter. Er schaute aus dem Fenster raus, dann übersetzte er die Bibel Zeile für Zeile, nur so aus Langeweile. Das war vor 500 Jahren und ein kleiner Spott auf die Reformation. Aber jetzt gibt es hier in Wismar den Reformator. Den Reformator 500 Jahre danach, aber in Form eines Biers. Und das erzählen wir Ihnen jetzt. 500 Jahre Reformation sind in aller Munde.
Die Kirchengemeinde der St. Nikolai-Kirche zu Wismar dachte sich deshalb etwas ganz Besonderes aus. Der Reformator. Das Jubiläumsbier zum 500. Jahrestag von Martin Luthers Thesen wurde nach einem Rezept der St. Nikolai-Männergruppe im Brauhaus Wismar gebraut. Pfarrer Roger Thomas und Hobbybraumeister Heiner Buschek stellten das Gebräu am Sonntagnachmittag vor. Getreu den Worten, frei nach Luther. Bier und Luther beißt sich überhaupt nicht. Da sind ganz viele tolle Zitate von Luther überliefert zum Thema Bier. Zum Beispiel, wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken, hat er gesagt, wird ihm zugeschrieben. Der Verkauf des Bieres kommt der einstigen Schonenfahrkapelle zugute. Denn wie man schon zu den Heringstagen erfuhr, segelten einst Wismars Fischer nach Skene, um zu fischen. Und brachten Wismars Bier ins dänisch besetzte Schweden. Das kommt direkt einer Wandmalerei hier in der Kirche zugute, in einer Kapelle, die leider im Moment gesperrt ist wegen Bauarbeiten. Das hat seinen Grund, das ist die Schonenfahrerkapelle. Und da bröselt es an allen Ecken und Enden. Und da wird der sogenannte Gurtbogen, das ist die Bemalung, die oben in dem Gewölbe langläuft, soll saniert werden. Das ist sehr teuer, das kostet 20.000 Euro. Da sind gut 10.000 schon beim Nikolai-Bankett zusammengekommen. Und wir hoffen, dass wir jetzt einen Teil der Strecke, die noch fehlt, durch den Erlös dieses Bieres gehen werden. Erinnerung wachhalten, Geschichte leben, beides erfüllen die Hobbybrauer um Rainer Busche. Das ist einfach die unglaubliche Vielzahl an Stellschrauben, die man hat beim Brauen. Man kann wirklich auf jeden einzelnen Parameter Einfluss nehmen. Ich habe komplett die Auswahl von, sagen wir mal, 50 verschiedenen Malzen, von vielleicht 500 verschiedenen Hopfensorten. Ich kann an dem Wasser was drehen. Das Bier können Sie ab Gründonnerstag in der St. Nikolai-Kirche erwerben. Außerdem soll es bei den Luther-Spektakel im September verkauft werden, sofern die Flaschen übrig sind. Der Biergenuss unterstützt die Erneuerung der Wandmalerei und bietet obendrein 16,5 Gramm Stammwürze. Ein nettes Ostergeschenk für den Bierkenner. Wismar wurde durchs Bier berühmt, die Klöster brauten einst auch ihr Bier. Nun also ein kirchliches Bier mit Merchandising-Potenzial. Und das passt gut zu Wismar und Luther hätte wohl auch nichts dagegen. Im Gymnasium am Sonnenkamp in Neukloster trafen sich in der Aula der Schule Sportfunktionäre und Sportler des Landkreises Nordwestmecklenburg und Politiker zur Sportlerehrung. Kreissportbundvorsitzender Sönke Hagel begrüßte Gäste und Preisträger. Über 70 Landesmeister, 2 Weltmeister, 1 Europameister und hunderte andere Siege und Medaillen gingen im vergangenen Jahr an die Sportler des Landkreises. Das Grußwort für die Landrätin sprach ihre Vertreterin Carla Krüger. Es ging an alle Sportinteressierten. Sie betonte die Wichtigkeit des Sports als Aushängeschild der Region zur Gesundheitsförderung und Teambildung. Der Landkreis unterstützt den Sport finanziell. Musikalisch untermalten die Saxophonisten der Musikschule Karl Orff aus Grevesmühlen die Veranstaltung. Zuerst wurden die Sportschützen vom MSV Lübsdorf für ihren Landesmeistertitel geehrt. Die Kraftsportler mit dem Seniorenweltmeister Hans-Peter Falk im Bankdrücken und deutschem Meistertitel der Herrenburger Athleten sowie der Schönberger Judoverein erhielten den Dank des Landkreises. Behindertensport und Reha-Sport wurden genauso bedacht wie die WM-Bronzeseglerin Regina Menzel und das Jugendschiff Test. Wismar war gut vertreten. Karate, Taekwondo, Radsport, Bowling, Leichtathletik, Vereine wie die TSG, der PSV und der Schützenverein Hanse trafen sich in Neukloster wieder. Obwohl einige Jugendliche vor Ort waren, wie sieht es mit dem Nachwuchs beim Sport der Schützen aus? Wir haben eine Jugendabteilung, zurzeit mit 8 Jugendlichen, die auch schießen, die auch Landesmeister geworden sind im Kreis, also in Kreismeisterschaften und qualifiziert für die Landesmeisterschaften. Die Jugend hat schon Lust zum Schießen, die schießen jeden Dienstag. Außerdem machen wir ja auch Schulschießen, Sportunterricht bei uns und das Gerd-Hauptmann-Gymnasium stellt denn die Leute und wir sind mit 4 Mann, die Ausbildung machen. Die machen eine Prüfung, Waffenkunde und allem drum und dran. Also nur für die Schule, nicht, dass sie öffentlich gehen. Sport ist mehr als Wettkampf, es ist Lebensfreude, Körperertüchtigung und Freizeitgestaltung. Und die Besten werden im nächsten Jahr auch wieder geehrt.
Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie in der nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen doch, von Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir mit diesem Programm laufend zu sehen. Ihr Lokalfernsehteam der regionalen Schule am Schweriner See wünscht Ihnen frohe Feiertage. Wir sehen uns dann ab dem 21. April 2017 in aller Frische wieder. Man sieht sich. Ihre Lange. Kinder, kleine